Für alle, die das vielleicht noch nicht gehört haben, hier nochmal kurz die Info zu unserem kostenlosen Wundergarten Kinder-Affirmationskarten-Set. Und Neurowissenschaft hat die Effektivität positiver Affirmationen für Erwachsene ja schon längst bestätigt. Und für Kleinkinder ist das Thema eigentlich noch viel spannender, weil sie eben nicht zwischen interner und externer Realität unterscheiden. Und das bedeutet konkret, wenn ein Kleinkind sich sowas sagt wie ich bin ein Flugzeug oder ich bin ein Affe, dann ist es ein Flugzeug oder ein Affe. Und jeder, der ein Kind hat, der weiß ganz genau, wovon ich spreche. Und das bedeutet aber auch, dass wenn ein Kleinkind sich sowas sagt wie ich bin mutig oder ich bin selbstbewusst oder ich bin genug oder ich bin geliebt, dann verankert sich auch diese Wahrheit direkt im Unbewussten und wird schon früh während dieser ja so wichtigen Programmierungsjahre oder Downloadjahre einfach so als lebenslange Säule im eigenen Wertesystem gesetzt. Das Kinderaffirmationskartenset ist ein kostenloser Download, einfach so als Dankeschön fürs Dabeisein, als Dankeschön fürs Zuhören und als Dankeschön fürs Vertrauen. Der Link dazu ist in den Shownotes und wir wünschen dir natürlich ganz viel Freude damit. Hey und willkommen zu einer neuen Folge des Wundergarten-Podcasts und unser Gast heute ist Professor Dr. Dr. Manfred Spitzer. Er ist einer der bekanntesten deutschen Hirnforscher und der Ordinarius der Psychiatrischen Universitätsklinik in Ulm. Ein wirklich extrem spannender Denker, der in der Zeit von einem Studium gleich drei Studiengänge absolviert hat, also Medizin, Psychologie und Philosophie, das Ganze mit zwei Doktortiteln und einem Diplom. Nebenbei hat er übrigens auch noch Mathematik- und Bio-Vorlesungen besucht und sich selbst Gitarre, Schlagzeug, Keyboard, Saxophon und Trompete beigebracht. Also der Mann kann ohne Zweifel das ein oder andere über Lernen, über Bildung und die Funktionsweise des Gehirns erzählen. Er forscht unter anderem an der Harvard University, ist Autor etlicher Bücher und Fachartikel. Er ist Host der Fernsehshow Geist und Gehirn. Er ist Gründer des Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen, an dem gerade über 50 Projekte von der frühkindlichen Bildung bis zur Lernproblematik bei Älteren laufen. Und er ist selbst auch Vater von 5 Kindern. Wichtig vielleicht noch eins vorwegzuschicken. Dieser Podcast ist keine ultimative Gebrauchsanleitung oder sowas. Jedes Kind ist anders, jedes Elternteil ist anders. Weder unsere Gäste und schon gar nicht ich als Moderator sind irgendwie allwissend. Also gilt es, alle Inhalte zu verstehen wie ein Buffet oder wie ein unverbindliches Angebot, bei dem man sich einfach das mitnimmt, was für einen ganz persönlich passt. Also, ohne weitere Umschweife, viel Freude bei diesem weitreichenden Gespräch mit Professor Dr. Dr. Manfred Spitzer. Professor Dr. Manfred Spitzer, vielen, vielen Dank, dass Sie dabei sind. Gerne. Ich bin selbst Vater und ich habe das Gefühl, es gibt in den Medien einfach kaum, also in den Medien wird kaum wirklich darüber gesprochen, vor allem nicht offen darüber gesprochen, welche Nebenwirkungen es eigentlich gibt bei Smartphones und digitalen Endgeräten. Und deswegen fangen wir vielleicht einfach direkt an mit einem kleinen Querschnitt der tatsächlichen körperlichen und emotionalen Nebenwirkungen, die es da so gibt. Ja, also es gibt tatsächlich in der medizinischen Literatur eine Menge beschriebene Nebenwirkungen von, ich sag mal, digitalen Bildschirmmedien. Also heute ist der Fernseher auch digital. Es geht im Grunde vom Fernsehen bis zum Smartphone und die PlayStation und der Laptop und das Tablet sind dann irgendwo dazwischen. Also darüber reden wir. Und eine Nebenwirkung, die viel zu wenig thematisiert ist, ich sage es mal als Beispiel, ist zum Beispiel Kurzsichtigkeit. Und das ist eine sehr interessante Nebenwirkung, weil die darauf beruht, dass bei Kindern und Jugendlichen das Auge sich noch entwickelt und dass mit der gesunden Entwicklung des Auges durch zu viel Medienkonsum praktisch interferiert wird. Also die wird beeinträchtigt, die gesunde Entwicklung. Ich erkläre es ganz kurz. Das Auge von Babys ist noch zu klein. Die Physik des Auges mit der Lichtbrechung und so, die ist einfach, wie sie ist. Deswegen sieht das Baby noch ein bisschen unscharf. Nun wächst das Auge. Und wie man mittlerweile weiß, ist es so, dass das Auge genau so lange wächst, bis es scharf sieht. Mhm. Das ist sozusagen von der Natur super eingerichtet. Wenn man nun aber
einen guten Teil seiner wachen Zeit tagsüber ganz nah in die Nähe guckt. Und das Smartphone ist dummerweise das digitale Endgerät, das weltweit am meisten benutzt wird, also von den meisten Leuten. Es wird auch die meiste Zeit von allen digitalen Medien benutzt und es ist das kleinste. Man hält es also auch nah vor das Auge, damit man was sieht. Und diese Kombination ist wirklich toxisch, denn die führt dazu, dass durch den Smartphone-Gebrauch stundenlang pro Tag tatsächlich das Auge eben auf Nahsicht wächst. Das heißt, es wird ein bisschen zu lang. Und weil es dann zu lang ist und wenn das Auge entwickelt ist, das ist so mit Mitte 20 der Fall, dann ist es einfach fertig entwickelt und dann kann es sich auch nicht mehr ändern. Und dann ist der Mensch kurzsichtig. Also die Augenentwicklung wird verändert in Richtung Kurzsichtigkeit. Jetzt kann man sich fragen, wie stark ist dieser Effekt? Und da muss man sagen, der ist richtig stark. Denn normalerweise gibt es so 1-5% Kurzsichtige in der Bevölkerung. In der jungen Bevölkerung, also unter 20-Jährige in Europa, sind es schon 30-50%, in China 80% und in Südkorea 95% oder mehr. Also praktisch alle sind kurzsichtig. Mhm. Jetzt kann man sagen, naja, das ist nicht so schlimm, da setzt man eine Brille auf oder man kann das lasern und so weiter. Das stimmt auch nicht so einfach, denn hier muss man wieder beachten, dass das Längenwachstum dazu führt, dass das übermäßige Längenwachstum, dass das Auge so ein bisschen verformt ist. Und diese bisschen kleine Verformung des Auges, die eben die Kurzsichtigkeit macht, die ist gleichzeitig ein Risikofaktor für die vier wichtigsten Ursachen von Erblindung im Alter. Grauer Star, grüner Star, Netzhautablösung und Makuladegeneration. Und wenn man das weiß, dann sieht man auch, dass es eben nicht nur um so ein kosmetisches Problem, Brille ja, nein geht, sondern tatsächlich um das erhöhte Risiko für Erblindung. Nun, wie stark ist das? Da gibt es jetzt unterschiedliche Zahlen, je nachdem, wie stark die Kurzsichtigkeit vorher ausgeprägt war. Aber wenn es nur 5% ist, dann ist es zum Beispiel in China so, wenn die Entwicklung so weitergeht, dass alle jungen Menschen eben, oder also 80% der jungen Menschen kurzsichtig werden, dann heißt es in einigen Jahrzehnten, dass 80% von 1,3 Milliarden Chinesen, das sind etwa 1 Milliarde, und von denen 5% sind 50 Millionen Blinde. Weswegen die chinesische Regierung auch schon gegengesteuert hat und ganz klar Gesetze gemacht hat, dass die jungen Menschen, gerade wenn sie in der Schule sind, nicht länger als 2 Stunden am Stück Schule haben dürfen, was oft auch ja mit Medienkonsum recht nahe einhergeht. Und sie dürfen dann eben, müssen alle 2 Stunden rausgehen, und zwar für 20 Minuten ins Helle, und dürfen in der Schulpause definitiv nicht ihr Bildschirmmedium, also auch nicht ihr Smartphone verwenden, weil das wäre kontraproduktiv, sodass man das wirklich zu verhindern sucht. In Südkorea gibt es ähnliche Anstrengungen. Also hier ist eine klare Nebenwirkung, die wirklich die Entwicklung über Jahre hinweg beeinflusst, die wirklich gesundheitsrelevant am Ende des Lebens wird und die kaum diskutiert wird, obwohl sie deutlich und wirklich schwerwiegend ist. Das ist jetzt ein Beispiel. Ja. Weitere Beispiele sind ganz klar Übergewicht mit den entsprechenden Langzeitfolgen wie Bluthochdruck und Diabetes. Und das wiederum hat die Langzeitfolge Schlaganfall und Herzinfarkt. Weitere Folgen sind, also eben jetzt mal im psychiatrischen Bereich, Angststörungen, Schlafstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen, Kontaktprobleme, weniger Empathie. Also das sind alles Dinge, die machen mir große Sorgen, und die sind nicht, das ist nicht meine Meinung, dass es das gibt, sondern das ist in den besten wissenschaftlichen Blättern, medizinischen Fachblättern publiziert, weswegen man also darüber durchaus reden sollte und reden kann anhand von guten Daten. Ja, unbedingt. Also vielen Dank auch an dieser Stelle, auch im Namen aller Zuhörer und Zuhörerinnen, für Ihre verdienstvolle Arbeit auch in diesem Gebiet und vor allem die Arbeit daran, diese Themen in die Öffentlichkeit zu bringen. Ich würde gerne eingehen auf JAMA Pediatrics. Das ist ein sehr respektiertes Fachblatt, und die haben 2019 eine Studie veröffentlicht über die Verbindung von Screen Time und kognitiver Entwicklung von 3- bis 5-Jährigen. Können Sie auf die Erkenntnisse eingehen dieser Studie? Ja, gerne. Also diese Studie weiht sich ein in eine ganze Reihe von Studien, die ist nicht die einzige. Aber ich sage es gleich, warum. Es ist eine sehr gute.
andere Studien sind mit kleineren Fallzahlen gemacht worden oder sie sind nicht so aussagekräftig, weil man nur einmal gemessen hat. Aber in dieser Studie hat man vieles sehr gut gemacht. Erstens, es sind über 2.500 Kinder, die man tatsächlich über längere Zeit hinweg verfolgt hat und mehrfach untersucht hat. Und zwar, man hat mit 2 Jahren, mit 3 Jahren und mit 5 Jahren die Kinder jeweils auf ihre kognitive Entwicklung hin untersucht. Da gibt es solche, ich sag mal, altersspezifischen Tests, wo man einfach sehen kann, ist das Kind altersgerecht entwickelt, hinkt es hinterher, wenn ja, wie stark. Also das kann man aufgrund dieser Untersuchungen sagen. Und dann hat man noch die Mütter gefragt, wie viel Bildschirmmedienkonsum das Kind hat. Und also das hat man eben auch auf diese Weise festgestellt. Und dann kam, lange Rede, kurzer Sinn, Folgendes heraus. Je mehr die Kinder im Alter von 2 Jahren vor Bildschirmmedienzeit verbracht haben, desto stärker war ihre Entwicklung mit 3 Jahren beeinträchtigt, also ihre geistige Entwicklung. Je mehr sie vor, mit dem dritten, also mit 3 Jahren vom Bildschirm an Zeit verbracht haben, dann war es wieder so, desto beeinträchtigter war ihre geistige Entwicklung mit 5 Jahren. Und weil man diese 3 Messzeitpunkte für alle 3, also für alle beiden Phänomene, nämlich Bildschirmmedienkonsum und kognitive Entwicklung getestet hat, konnte man auch andersrum testen. Man konnte auch gucken, ja, könnte es nicht sein, dass die schwächeren Kinder einfach mehr Zeit vorm Bildschirm verbringen, weil sie halt schwächer sind und ansonsten ihnen wenig einfällt oder so. Und deswegen hat man geguckt, sagt denn die Entwicklung mit 2 den Bildschirmmedienkonsum mit 3 voraus? Antwort war nein. Auch der Entwicklungsgrad mit 3 sagt ebenfalls nicht die Bildschirmmedienzeit mit 5 voraus. Also die Richtung der Verursachung wurde dadurch, dass hier ein Längsschnittdaten, so nennt man das, wenn man über die Jahre hinweg verschiedene Untersuchungen macht, ganz klar belegt. Es ist eine Studie, die von Kanadiern gemacht wurde und die aufgrund ihrer Größe und ihrer Daten also mit zum stärksten gehört. Deswegen ist es auch super publiziert in dem JAMA Pediatrics, ein weltweit bekanntes Kinderheilkunde-Fachblatt. Und aus der geht ganz klar hervor, Bildschirmmedien schaden der geistigen Entwicklung von 3- bis 5-Jährigen. Das hat sich auch mittlerweile die Weltgesundheitsorganisation zu eigen gemacht. Man sagt ja so allgemein von 0 bis 2 oder 0 bis 3 gar kein Bildschirmmedienkonsum. Und dann sagt man, ja, und dann vielleicht eine halbe Stunde. Die WHO sagt mittlerweile ganz klar, weniger ist besser. Mhm. Also wenn man sich fragt, ja, was soll ich für mein Kind erreichen, kann ich nur den dringenden Rat geben, wenn es möglich ist, überhaupt kein Bildschirmmedienkonsum. Mhm. Nun weiß ich, dass der Bildschirm ein super Babysitter ist, weil das Kind halt drauf starrt und wie gebannt drauf starrt und in gewisser Weise ruhig gestellt wird. Aber das ist eben auch das Problem. Das Kind wird zwar ruhig gestellt, aber die Mechanismen, die dazu führen, dass es ruhig gestellt ist, die sind auch wiederum der Gehirnentwicklung nicht förderlich. Sie sind der Suchtentwicklung förderlich, weswegen Eltern einfach wissen müssen. Und da können die Landesmedienanstalten noch so viel drüber reden. Die sind ja auch von Medien mitfinanziert. Welche tollen Apps für Kinder und Kindergartenalter es alles gibt. Ich kann nur davor warnen, weil nochmal nachgewiesen ist, dass die Kinder nicht lernen, nicht profitieren, sondern dass ihre geistige Entwicklung von einem Bildschirm schadet. Und für 3- bis 5-Jährige gilt das auf jeden Fall. Und da gibt es eben auch Entwicklungsdinge, die nicht mehr nachgeholt werden können, sodass man dann schon, man muss sagen, von einer Entwicklungsstörung, die langfristig anhaltend ist, ausgehen muss. Okay, das ist extrem spannend. Hier will ich unbedingt einmal kurz rein und das ein bisschen noch tiefer aufklappen. Was passiert denn im Gehirn eines Kleinkindes, zum Beispiel eines Kleinkindes, was man mit Hilfe von einem Smartphone jetzt ruhig gestellt hat? Also können Sie uns einen Blick gewähren in das Gehirn dieses Kleinkindes, was gerade gebannt auf das Smartphone schaut? Und vielleicht können Sie mir das vielleicht erklären, so als wenn ich ein 8-Jähriger oder 9-Jähriges Kind wäre, dass das also leicht verstehen kann? Okay, ja, ich habe eine 11-Jährige und als die 9 war, war sie verdammt clever und hätte das jetzt hoffentlich auch verstanden, was ich jetzt versuche, Ihnen sozusagen, wie ich es ihr auch gesagt habe. Wenn sie hat von mir noch kein Smartphone bekommen und hat noch keins und dann fragt sie manchmal, wann kriege ich denn eins? Und dann sage ich ihr auch immer, du kriegst von mir keines, weil ich dein Bestes will. Mhm. Ja, warum denn? Und dann kommt zum Beispiel folgende Erklärung. In diesem Alter
wird ja das Gehirn noch, ich sag mal, verdrahtet. Das heißt, es entstehen Verbindungen zwischen Nervenzellen, die für die spätere Funktion des gesamten Gehirns ganz wesentlich sind. Ich möchte es an einem Beispiel erläutern. Wenn ein Auge nicht so gut tut bei der Geburt, das kann man mit Sehtests feststellen, dann sollte das Kind bis zum 5. Lebensjahr das gesunde Auge jeden Tag für mehrere Stunden zugeklebt bekommen, also mit so einer Piratenklappe. Und das macht das Kind nicht gerne und die Mütter machen das auch nicht gerne, weil das Kind sich wehrt. Man muss den Müttern aber klar machen, ihr seid für das Auge verantwortlich, nämlich für das schwächere Auge. Warum? Es ist so, dass sich durch die Benutzung der Augen, also dadurch, dass man guckt, ja, die Verbindung zwischen den Augen und den im Gehirn vorhandenen Sehzentren überhaupt erst richtig ausbilden. Wenn nun das Kind, sagen wir, auf dem linken Auge nur 70% sieht und auf dem rechten 100%, dann kommen eben von einem Auge ins Sehzentrum unscharfe Bilder, von anderen kommen scharfe Bilder. Was verarbeitet das Sehzentrum lieber? Scharfe Bilder. Und wir wissen heute sogar, dass aktiv unschärfere Bilder, die vergleichsweise unschärfe vom anderen Auge, unterdrückt werden, weil die ja nicht so scharf sind und man deswegen eben sich auf die scharfen Bilder vom gesunden Auge konzentriert. Das wiederum führt aber dazu, dass die Verbindungen vom unscharfen, immerhin 70% sehenden Auge gar nicht aufgebaut werden und die paar bestehenden Verbindungen abgebaut werden, sodass das immerhin bei Geburt zu 70% sehende Auge mit 5 Jahren blind ist. Und was man auch weiß, ist Folgendes: Wenn es dann mal blind ist, dann bleibt es blind und man kann sonst was anstellen, da passiert nichts mehr. Und das muss man im Kopf haben, wenn man jetzt über andere Verdrahtungen von anderen Zentren nachdenkt. Ja, man braucht also die Aktivierung, und Aktivierung heißt, dass der Input muss reinlaufen und muss verarbeitet werden und dann werden die Verbindungen hergestellt. Nun zum Kind vor dem Bildschirm. Muss ich klar machen, dass so ein gerade schnell geschnittenes Video aus dem Kinderprogramm, das bannt die kleinen Kinder. Das wissen alle Mütter und alle Väter, wenn man das mal gesehen hat. Die sind deswegen ganz gebannt, weil sie tatsächlich mit ihrem Hörsystem diesen wilden Hörinput, Musik und Stimmen und laut und leise und alles, den müssen sie analysieren. Und da ihre Voreinstellungen, also ihre Vorerfahrungen noch nicht so doll sind, haben sie damit wirklich, also voll zu tun. Gleichzeitig haben sie über die Sehzentren unglaublich viel zu analysieren. Da geht es ja schnell und es wird bunt und so weiter. Und also Hörzentren und Sehzentren sind wirklich maximal aktiviert und deswegen sind die Kinder wie gebannt und können ihren Blick gar nicht vom Bildschirm lassen. Aber, und jetzt kommt das Wichtige, die beiden Zentren sind zwar beide aktiv, aber sie arbeiten beide je für sich. Mhm. Und das ist aus mehreren Gründen der Fall, denn wenn ich in der Realität bin, dann höre ich, wo was herkommt und sehe, wo sich was bewegt, und dann bringe ich Hören und Sehen zusammen. Wenn ich aber dieses Zusammenbringen, das lerne ich wiederum erst mit der Zeit an der realen Realität, und wenn ich von diesen Ereignissen weniger habe, dann bringe ich es also noch nicht so gut zusammen, und 3- bis 5-Jährige bringen es einfach nicht so gut zusammen. Jetzt hat man tatsächlich 4-Jährige in den Gehirnscanner gelegt. Das ist also eine Apparatur, wo man ganz schlicht gesagt Gehirnaktivität feststellen kann. Und man konnte zeigen, dass wenn man dem Kind eine Geschichte erzählt oder was vorliest, dann, das weiß jeder, wenn ich dann von einer golden gelockten Prinzessin spreche, im lila Kleidchen oder so, dann sind die Kinder so, die haben dann so glasige Augen. Warum? Sie stellen sich gerade jetzt diese blond gelockte Prinzessin mit lila Kleid vor, denn ich erzähle nicht nur eine Geschichte, ich sorge auch für das Kopfkino der Kinder. Nämlich, vielleicht hat das Bilderbuch noch ein Bild, dann sehen die schon mal so etwa, wie die aussieht. Und wenn man dann sagt, so, und jetzt kämmt sie sich die Haare, dann sieht das kleine Kind beim Kopfkino eben die Prinzessin, wie sie sich die Haare kämmt. Das heißt, es werden von den Sprachzentren, die das Erzählte und das gesprochene Wort im Kopf verarbeiten, gibt es Fasern zu den Sehzentren. Ja, wenn ich Ihnen sage, stellen Sie sich einen grünen Elefanten vor, dann können Sie die Augen schließen und sich einen grünen Elefanten vorstellen. Das heißt, Sie bedienen Ihre Sehzentren nicht mit den Augen,
sondern mit Input von den Sprachzentren, die aber, das wissen wir heute auch, wenn Sie sich einen grünen Elefanten vorstellen, passiert in Ihrem Sehzentrum fast das Gleiche, wie wenn Sie einen grünen Elefanten sehen, nur ein bisschen schwächer. Aber es ist letztlich in der gleichen Weise aktiv. Das Ganze heißt, dass in den jungen Jahren, wo man Kindern vorliest und damit eben für eine Zusammenarbeit von Sprachzentren und Sehzentren sorgt, die auch miteinander Verbindungen aufbauen. Und wenn das nicht erfolgt, dann kann man sich wirklich, also dann kann man gar nicht schwarz genug ausmalen, was dann passiert. Dann gibt es Kinder und solche Kinder, über die kriege ich mittlerweile immer mehr berichtet von Erzieherinnen, wenn man denen sagt, stellt euch mal einen lila Elefanten vor, dann sagen die, das kann ich nicht. Also das muss man wirklich, dadurch, dass man das ganz viel macht, muss man das lernen. Und wenn man das dann mal nicht gelernt hat, denken Sie an die Augen, wenn die nicht mit 5 verbunden wurden schon, dann passiert das nicht mehr. Ja? Und wenn Sie also nicht durch Vorlesen und Vorstellen, bildhaftes Vorstellen, generiert anhand von Geschichten und Bilderbüchern, wenn Sie das nicht immer wieder machen, dann wird ihre Vorstellungsfähigkeit geringer. Da gibt es sowieso riesige Unterschiede zwischen einzelnen Menschen. Der eine kann sich alles ganz, ganz super genau vorstellen und der andere nur ganz schlecht. Jetzt kommt noch eins hinzu. Unser Vorstellungsvermögen brauchen wir immer, wenn wir kreativ werden wollen. Denn dann stellen wir uns ja was vor. Eben ein Elefant mit 5 Rüsseln oder rosa kariert oder sowas. Oder eben auch ein neues Zusammenspiel von Teilen einer Maschine, um eine Erfindung machen zu können. All das geht dann nicht mehr. Das heißt, Sie haben mit 3 bis 5 schon dafür gesorgt, dass das Kind mit 20 nicht mehr kreativ ist. Und wir werden genug Probleme haben in den nächsten Jahrzehnten und eine Generation von Menschen, die weniger kreativ sind als die, die heute da sind. Das mag ich mir gar nicht ausmalen. Und nochmal, ich habe das jetzt sehr, ich hoffe wirklich für 8- und 9-Jährige plausibel geschildert, weil wenn man das weiß, dann ist völlig klar, dass kleine Kinder nicht vor Bildschirme geparkt werden sollen, auch wenn es so aussieht, als sei das optimale Medium für die, weil die so gebannt dahinschauen. Das tun die, ja. Aber sie tun es, weil sie ja da reingezogen werden und maximal arbeiten, aber diese Arbeit nicht dazu führt, dass das Gehirn in sich besser verdrahtet wird und langfristig hat sogar Schäden, die man mittlerweile anfangen kann auch und nachgewiesen hat. Das ist extrem spannend. Wir werden vielleicht oder werden auf jeden Fall zum Ende hin noch ein paar Fragen aus der Community stellen. Da würde ich aber gerne schon eine vorwegnehmen. Man muss ganz klar sagen, wenn ich das noch einschieben darf, ja. Diese Befunde sind noch nicht alt. Also vor 15 Jahren wusste man das schlichtweg noch nicht. Und auch manches von dem, was ich gerade erzählt habe, wusste man auch vor 5 Jahren noch nicht. Aber jetzt wird es halt immer deutlicher. Und deswegen sage ich es auch so pointiert, weil darüber wird in den Medien überhaupt nicht berichtet. Eine Frage aus der Community ziehe ich jetzt schon mal, die hole ich jetzt schon mal vorweg, weil sie einfach so gut passt. Und zwar, das ist die Frage nach Hörbüchern. Also sind Hörbücher ähnlich fragwürdig zu sehen wie Smartphones und TV? Oder ist es, weil sich die Kinder beim Hören etwas vorstellen, ist das anders? Es ist anders. Aber erst ab einem gewissen Alter wahrsam. Man muss wissen, dass Sprachentwicklung nicht einfach dadurch erfolgt, dass Schall ans Ohr kommt und dann weiter verarbeitet wird, sondern dass Sprachentwicklung vor allem dadurch, also Wortschatz zum Beispiel, der Entwicklung des Wortschatzes geht so, dass man miteinander irgendwas macht und dann sagt man, gib mir mal den roten Lappen und das Kind gibt einem den roten Lappen. Man hat sich gemeinsam die Aufmerksamkeit auf den roten Lappen gerichtet. Das Kind macht dann was mit dem und hat sofort kapiert, was ein roter Lappen ist und wird diese beiden Wörter nicht mehr vergessen. Und wenn man Glück hat, braucht man dann nur einmal, gib mir den roten Lappen und dann ist die Bedeutung von Rot klar und die von Lappen auch. Das geht tatsächlich, wie man heute weiß, ratzfatz bei kleinen Kindern. Aber es geht eben überhaupt nur, indem man mit den Kindern in der Welt was macht und sich darüber unterhält. Und das ist eigentlich das Wichtigste an Kinderbüchern. Ich sage das nicht zuletzt deswegen, weil vielleicht manche Mütter dazu neigen, wenn das Kind beim Vorlesen reinplappert oder selber anfängt, die Geschichte vom Löwen weiterzuerzählen
oder so, sagt jetzt sei mal still, wir machen doch jetzt Vorlesen zur Sprachentwicklung, ja, dann muss man sagen, das ist nicht richtig, sondern wenn man über das Buch mit dem Kind in ein Gespräch kommt und dann schau mal hier, was ist denn da? Und guck mal, da ist noch ein lila Vogel oder so. Und man unterhält sich eigentlich mehr über anhand der Bilder, über die Geschichte und ja, erzählt sie vielleicht oder liest sie auch noch vor. Aber je mehr man dadurch in den Dialog kommt und gleichzeitig noch mit den Bildern irgendwie deutet, desto besser ist es für die Sprachentwicklung. Nur Sprache ist bis zu einem gewissen Alter, ich sag mal so 4 bis 6. Ja, das ist nicht ganz genau erforscht, aber das ist my best guess sozusagen. Wenn ich das mal annehmen sollte, 4 bis 6, da ist einfach der Dialog definitiv noch besser und vorher sowieso Dialog mit einem anderen Menschen als der Ton oder Sound mit Bilder und so weiter aus der Dose. Später, wenn die Kinder, wenn die über eine gute Sprachentwicklung verfügen, dann können sie noch den letzten Schliff Wortschatz auch über ein Hörbuch bekommen. Aber sozusagen der Erwerb der Muttersprache, der klappt über Medien nicht. Das muss über Gemeinschaft, über Interaktion, also miteinander was machen. Man kann auch einen Kuchen backen oder so und gibt mal das Mehl und guck mal, hier ist ein Topf und gib mal die Butter. Und wenn man das gemeinsam macht mit kleinen Kindern, ich weiß, es gibt ein halben Chaos in der Küche und die sieht dann auch entsprechend aus, aber das Kind lernt dann ganz viel. Oder wenn das Kind draußen ist und einfach, man redet über die gelbe Blume und das grüne Gras und so weiter und man spricht dauernd über das, was das Kind sieht und das Kind hört zu und dann deutet es selber, guck mal da, was ist denn das? Also so miteinander die Welt verstehen gemeinsam, das ist das, was Kinder brauchen in ihrer Sprachentwicklung. Und da vielleicht noch eine Zahl. Man hat einfach mal kleinen Kindern von 0 bis Einschulung Diktiergeräte umgehängt, immer für eine halbe Stunde, verschiedenen Kindern zu verschiedenen Zeiten, sodass man letztlich dann für den ganzen Tag viele Aufnahmen hatte für alle Zeit. Und dann hat man geguckt, wie viel Wörter sind auf diesem Diktaphon gesprochen worden, nicht vom Kind, sondern zu dem Kind. Mhm. Man hat auch das Radio und Fernsehen abgezogen, das gilt nämlich auch nicht, sondern nur einfach Wörter von anderen zu dem Kind gesprochen. Da stellte sich heraus, dass der Unterschied zwischen einem Kind aus, ich sag mal, einer gebildeten Schicht und einem Kind aus eher einer weniger gebildeten Schicht bei Schulbeginn bei 30 Millionen Wörter liegt. Die hat das Kind aus der gebildeteren Schicht mehr gehört als das Kind aus der eher ungebildeteren Schicht. Der eine hat 8,5 Millionen Wörter gehört, der andere knapp 40. Und das sage ich deswegen, weil man spricht ja immer davon, dass die Kinder so eine ungleiche Bildungschancen haben in Abhängigkeit vom Bildungsgrad der Eltern. Das trifft zu. Aber dieser Effekt, der stammt nicht aus der Schule. Der ist sozusagen bei Schulbeginn schon da. Mhm. Schule ist ja sprachbasierter Unterricht und ein sprachbasiertes Lernen. Und wenn der eine schon 4-mal so viel Sprachtraining hat wie der andere, dann ist völlig klar, dass der eine mehr von diesem Training hat als der andere. Deswegen auch wichtig ist, wenn wir gegen diese Ungerechtigkeit der Schichtenzugehörigkeit auf den Bildungserfolg beim Kind angehen wollen, dann muss das im Kindergarten passieren. Mhm. Bei Einschulung ist schon alles zu spät. Wir sprechen jetzt immer über verschiedene digitale Endgerättypen. Wenn man jetzt mal Fernseher und Smartphone nimmt, sind Fernseher und Smartphone, vielleicht nehmen wir noch das iPad dazu, sind die gleich schlecht für die kognitive Entwicklung oder ist das eine besser oder schlechter als das andere? Das ist wirklich ganz schwierig zu sagen, weil hier verschiedene Effekte zusammenkommen. Der Fernseher läuft ja oft den ganzen Tag, vielleicht sogar nur im Nebenraum. Aber was man eben wirklich weiß, ist, dass man hört dann ja nur die Sprache. Und wenn man eben die Sprache im Nebenraum hört, ohne dass es irgendeine lebensweltliche Verbindlichkeit hat, es wird einfach nur im Nebenraum geplappert, dann ist das für die Sprachentwicklung negativ. Also es ist nicht so, je mehr der Fernseher läuft, desto besser ist die Sprachentwicklung, weil das Kind mehr Sprache hört, sondern das Kind hört sozusagen bedeutungslose Töne und Geräusche und sieht eben, also erlebt nicht, dass das irgendwas bedeutet und weswegen die Aneignung von Wortbedeutungen eben leidet und nicht gefördert wird. Das ist Fernsehen, schlechter Effekt vom Fernsehen. Beim Fernsehen kann man das Programm halbwegs wählen und wenn man dann halt für die Älteren, also ich sage mal ab Schulalter, sich
einmal pro Woche eine Viertelstunde Kindersendung heraussucht, die speziell für 7-Jährige gemacht ist, dann kann das vielleicht auch ganz gut sein. Vom Smartphone oder vor anderen digitalen Endgeräten sind die Kinder oft allein. Mhm. Und das weiß man auch. Die Eltern kümmern sich eher um die Fernsehinhalte als um das, was auf dem Smartphone ist, weil da müsste man ständig drüber schauen, das kann man gar nicht. Und dann sind die Kinder sozusagen schutzlos vielen Dingen ausgesetzt, denen sie nicht ausgesetzt sein sollten. Das ist nicht gut. Nehmen Sie noch ein Beispiel, YouTube. Das kann man eben auch gucken am Smartphone oder an anderen digitalen Endgeräten. Und da wählt eben bei 80% der Inhalte, werden von YouTube ausgewählt, weil da ist es ja so, dass sobald ein Video fertig ist, kommt das nächste. Und das ist ganz speziell so ausgewählt, dass es ein Tick heftiger ist als das davor. Also man kann sagen, ein Tick radikaler. Wenn ich erst ein Video zu vegetarischem Essen anschaue, dann braucht es ein paar Videos später, bin ich bei veganem Essen. Und wenn ich mit Jogging anfange, Videos zu gucken, dann bin ich irgendwann bei Ultramarathon. So muss man sich das vorstellen. Und der YouTube Recommendation Algorithm, der bewirkt, das hat man untersucht, auch bei dem Kinder-YouTube-Kanal, nach einigen Videos ist man dann schon nicht mehr nur bei Kindervideos, sondern eben auch bei Videos, die eigentlich nicht mehr für Kinder sind. Also der Recommendation-Algorithmus hat zwei Nachteile. Er radikalisiert die Menschen, weil er ihnen immer radikalere Videos zeigt. Und das sind 1 Milliarde Stunden Videos pro Tag. Diese Zahl stammt vor Corona. Mittlerweile dürften es 1,3 Milliarden Stunden pro Tag sein. Davon 80% von YouTube selbst ausgewählt und radikaler als der Zuschauer. Das ist eine gigantische Radikalisierungsmaschinerie. Und zweitens ist der Algorithmus eben so gestrickt, dass er auch Kindern nach einer Weile, nach 10 oder nach 5 Videos dann was für ältere Menschen vorschlägt, also für Jugendliche oder gar für Erwachsene, was den Kindern nicht gut tut. Und das ist auch eingebaut, damit die Kinder eben davor sitzen bleiben. Und beides ist nicht gut für die Kinder. Also da muss man sagen, die Medien haben jeweils ihre eigenen Probleme. Und wenn ich das noch einmal anführen darf, wie eingangs gesagt, das Smartphone ist das meistgenutzte und das kleinste. Und deswegen ist das eben das Risiko für Kurzsichtigkeit beim Smartphone am größten. Beim Fernseher eher klein, weil man da ja 2-3 Meter Abstand hat. Ich will gerne ein bisschen rein bei dem, vor allem vielleicht dem emotionalen Schaden, den das Kind da nehmen kann. Also Sie sind auch Psychiater. Können Sie Forschungsergebnisse teilen über die Auswirkung von zum Beispiel Social Media, Facebook, auf das geistige, emotionale Wohlbefinden von Jugendlichen, Kindern, Menschen generell? Dazu gibt es wirklich gute Untersuchungen. Zunächst mal sind Social Media gerade bei jungen Mädchen tatsächlich also stundenlang pro Tag. Und deswegen können die eben auch einen großen Einfluss haben, weil alles, was man als Kind stundenlang täglich macht, ändert die Gehirnentwicklung und ändert das Gehirn, weil das Gehirn sich ändert, je nachdem, was man mit ihm macht. Also das ist schon mal völlig klar. Jetzt, was hat man herausgefunden? Beispielsweise, Social Media klingen ja zunächst eben sozial. Und Mädchen sind besonders soziale Wesen. Deswegen könnte man meinen, ja, es passt doch, soziale Wesen nehmen soziale Medien und profitieren davon. Das ist aber sehr vordergründig gedacht. Tatsächlich ist es eben so, dass man bei Facebook mehrere Dinge beachten muss. Erstens, man ist ja medial unterwegs. Das heißt, man hat keine realen Sozialkontakte. Und wenn das so ist und wenn man zum Beispiel die Chatfunktion anhat und sich Nachrichten schickt und so weiter, dann bedeutet das, dass man ja keinen unmittelbaren sozialen Kontakt hat. Es gibt aber vieles, zum Beispiel Mitgefühl, das lernt man nur bei unmittelbarem sozialen Kontakt. Und deswegen lernen die Kinder also weniger Mitgefühl. Und es gibt große Studien, die das zeigen, je mehr ein Jugendlicher an Zeit vor dem Bildschirm verbringt, vor allem mit Social Media, desto geringer ist sein Mitgefühl für Eltern und für Freunde. Das ist nachgewiesen. Und das macht mir große Sorgen, denn kommen halt Dinge vor, dass man sich gar nicht mehr in den anderen hineinversetzen kann, wie es dem geht. Und das führt dann eben auch zu sozial völlig unverhältnismäßigen oder ganz inadäquaten Verhaltensweisen. Hinzu kommt, dass man heute über die sozialen Medien ja auch angegriffen, beschimpft oder gemobbt wird.
Und das wiederum sind auch Erfahrungen, die gerade besonders bei Mädchen traumatisierend sind. Und dieser Hagel von Traumatisierung, der mag mich nicht und der ist ja viel toller als ich und der hat mir die Freundschaft gekündigt und das geht alles dann ganz schnell und immer mit bestimmten Gruppen. Wenn man diesem Gewitter, also von jungen Jahren ausgesetzt ist, dann zeigt sich das in mehr Depressionen und Angststörungen im Erwachsenenalter. Es gibt eine große britische Studie, die klar gezeigt hat, Mädchen, die mit 13 mehr als 3 Stunden in Facebook verbringen, und das tun viele, haben mit 18 die doppelte Chance, an Depressionen erkrankt zu sein, als wenn sie das nicht wären. Und es gibt eine noch größere Studie aus den USA, die ganz klar einen Zusammenhang zwischen Social-Media-Nutzung und Selbstmorden bei Mädchen gefunden hat. Den gibt es auch bei Jungen, da ist er mit 30% schwach, also 30% mehr Selbstmorde bei Jungen, die viel Medien nutzen. Bei Mädchen sind es 100% mehr Selbstmorde. Und nochmal, das sind erfolgte Selbstmorde. Und mit jeder Stunde mehr Mediennutzung geht diese Kurve rauf. Und das sind Daten von 500.000 13- bis 18-Jährigen aus den USA. Das lässt sich nicht vom Tisch wischen nach dem Motto, das ist Zufall oder das ist irgendwie nicht wirklich. Das sind reale Selbstmorde erfasst und eben auch erfasst, wie der Medienkonsum ist. Und da gibt es einen ganz klaren Zusammenhang. Sie haben mal eine Studie geteilt zum Zusammenhang von Denkleistung und der physischen Nähe des Smartphones. Also wie nah ist das Smartphone? Ist das Smartphone neben mir, wenn ich beispielsweise arbeite oder mich konzentrieren muss? Können Sie darauf mal eingehen? Ja, das ist eine sehr interessant gemachte Studie, weil man weiß ja schon länger, dass das Smartphone, wenn es klingelt, lenkt es einem ab. Es ist auch schon vor 10 Jahren untersucht worden, wo man die Leute arbeiteten vor dem Computer für 5 Minuten und dann klingelte entweder das Telefon oder es klingelte nicht und dann hat man die Leistungsfähigkeit angeschaut und es sind Effekte, die halten einige Minuten an, da hat das Telefon geklingelt und dann ist plötzlich, also die Aufmerksamkeit ist geringer, die Konzentration ist geringer und man merkt sich auch weniger, was man da macht. Das konnte man also schon vor 10 Jahren zeigen. Vor etwa 2 Jahren hat man dann eine Studie dazu gemacht, was passiert, wenn das Smartphone einfach nur auf dem Schreibtisch liegt, neben dem Keyboard vom Computer, neben der Tastatur und nicht klingelt. Es liegt einfach nur da. Da muss man erstmal kurz überlegen, ja, wie macht man denn so eine Untersuchung? Denn wenn das Smartphone da liegt, was untersucht man denn dann? Nun, man hat Folgendes gemacht. Man hat das Smartphone entweder auf den Schreibtisch neben die Tastatur gelegt oder hat dem Probanden erlaubt, das Smartphone in der Tasche zu haben, die neben dem Schreibtisch, also eine Aktentasche, die neben dem Schreibtisch stand. Oder man hat das Smartphone zusammen mit dem Probanden in einen anderen Raum gelegt und gesagt, wir lassen es jetzt da mal liegen, während Sie hier am Computer bestimmte Tests machen oder bestimmte Arbeiten machen. Was am Computer gemacht wurde, waren entweder Denkaufgaben, wo man messen konnte, wie gut kann einer denken, oder ein Intelligenztest. Das war ein kulturfreier Intelligenztest, der viel verwendet wird. Raven's Matrices heißt er für Spezialisten unter den Zuhörern. Und den hat man einfach gemacht. Und nochmal, der Proband macht Denkaufgaben oder einen Intelligenztest mit Smartphone neben der Tastatur oder im anderen Raum oder dazwischen. Was rauskam, hat auch mich wirklich umgehauen, weil ein Smartphone, was nur da liegt, beeinträchtigt das Denkvermögen. Und zwar in diesen beiden Tests messbar. Das heißt, man kann nicht so gut nachdenken mit dem Smartphone neben der Tastatur als mit dem Smartphone im anderen Raum. Und die Aktentasche unten ist so dazwischen. Und man hat tatsächlich auch einen geringeren IQ, der gemessen wurde, wenn man das Smartphone neben sich legt oder in den anderen Raum. Jetzt kann man natürlich fragen, ja, wie groß sind denn die Effekte? Und wenn man das dann mal sich plausibel macht und umrechnet, kann man ganz klar sagen, das ist ein halber bis ein Schultyp. Also das heißt, wenn der Arbeitgeber Abiturienten einstellt und ihnen erlaubt, das Smartphone neben den Computerarbeitsplatz zu legen, hat er eigentlich bloß noch Realschüler eingestellt. Wenn man es mal so formuliert, dann wird klar, was das für ein riesiger Effekt ist. Und nochmal, das Smartphone tut gar nichts, es liegt nur da. Jetzt kann man fragen, warum ist das so? Und die Antwort ist ganz einfach. Das Smartphone ist ein so gewohntes Mittel der eigenen Freizeitgestaltung, dass wenn es da liegt, kommt es immer mit dem Aufforderungscharakter,
Kannst du nicht mal schnell nachgucken, ob du eine Nachricht hast? Mhm. Es ist vielleicht irgendwo in der Welt irgendwas Interessantes passiert. Guck doch mal, also schau mich an, widme mir deine Aufmerksamkeit und nicht der Arbeit, die du gerade machst. Das ist das, was das Smartphone dauernd aussendet und dadurch stört. Und das Ausmaß dieses Gestörtseins im Durchschnitt, nochmal, ist ein halber bis ein Schultyp. Und das ist, also das ist einfach immens wichtig und immens real. Das muss man wissen, um eben zu wissen, das Smartphone sollte man nicht immer am Körper tragen oder auf dem eigenen Tisch liegen. Also wenn es irgend geht, aus dem Sinn und aus der Sicht und also weg aus dem Horizont, damit man das mit dem Smartphone selbst einen nicht dauernd an seine Existenz erinnert. Und dann kann man sich besser konzentrieren. Jetzt gibt's viele so Lern-Apps und tatsächlich auch gestandene Spielzeughersteller wie Fisher-Price und so die großen, die stellen digitale Lernhilfen für Kleinkinder her. Das, also zum einen ist es ja genau das Gegenteil, also das Smartphone oder das digitale Endgerät nicht im anderen Raum, sondern direkt am Kind als Spielzeugersatz. Und jetzt die Frage, kann man überhaupt vom Bildschirm lernen im Kleinkindalter, also zwischen 1 und 6 Jahren? Also definitiv nachgewiesen ist es unter 3, dass man nicht lernen kann. Also es geht gar nicht. Auch mit Sprach-App-Anwendungen oder mit Sprachsendungen und so, da kann ein 0- bis 3-jähriges Kind nicht sprechen lernen. Das geht einfach nicht aus den Gründen, die ich vorhin schon genannt habe. Man braucht die menschliche Interaktion. Zwischen, sagen wir mal, 4 bis 6 kann es sein, dass sich das Kind an eine interessante Sendung erinnert oder an interessante Daten. Aber nochmal, was es da ja immer noch gibt, sind die auf jeden Fall vorhandenen Schäden durch das Medium. Deswegen eben die WHO sagt, naja, bis Ende Kindergartenalter weniger ist definitiv besser. Und da würde ich auch eher sagen, also wenn es denn mal sein muss und wenn man der Auffassung ist, dass hier wirklich was super Tolles gelernt wird, könnte ja sein. Aber im Grunde genommen, und das werden alle Eltern wissen, die mal so ein elektronisches Spielzeug gekauft haben, dass das Kind sehr bald Interesse verliert und das dann in der Ecke liegt. Das gilt nebenbei auch für sozusagen digitalisierte Hörbücher oder die überhaupt digitalisierte Kinderbücher, wo man auf den Löwen klicken kann oder mit irgendeinem Gerät draufklickt oder mit der Hand draufklickt oder mit dem Finger und dann brüllt der Löwe oder so. Es ist ganz klar in mehreren Studien nachgewiesen, dass solche digital, ich sag mal, angereicherten Kinderbücher für ein schlechteres Verständnis beim Kind sorgen. Also die machen die Geschichte nicht interessanter, sodass man die Geschichte hinterher besser erzählen kann, wenn man sie mit einem digitalen Kinderbuch vorgelesen hat, sondern sie lenken ab und machen dadurch, aufgrund dieser vermehrten Ablenkung, kann das Kind weniger lernen zu dem Zeitpunkt, also in dem Zeitraum, in dem man mit dem Buch beim Kind ist. Also es wird immer behauptet, das ist doch toll und das bereichert unser Leben und auch das Lernen des Kindes. Fakt ist, es ist nicht der Fall, sondern es stört. Und das ist mit vielen Spielzeugen und mit Lern-Apps, ich habe es ja schon gesagt, also im Kindergartenalter würde ich generell abraten von allem, was Strom braucht, um es mal ganz banal zu sagen, eben, und auch digitale Lern-Apps und alles, was einen Bildschirm hat, ist einfach im Verhältnis zur wahren Realität, die man auch noch anfassen, schlimmstenfalls in den Mund stecken kann, über die man stolpern kann und mit der man körperlich umgehen kann. Diese Realität brauchen Kinder, um mit allen Sinnen die Welt tatsächlich kennenzulernen. Und alles, was über den Bildschirm und den Lautsprecher läuft, ist ja ein schwacher Abklatsch der wirklichen Realität. Und das Gehirn braucht aber die wirkliche Realität, um alle Sinne auszubilden und auch miteinander im Kopf optimal zu verbinden. Wenn dann das Kind in die Schule geht, schon ein bisschen älter ist, schon viel verstanden hat und schon viel mitbringt, dann kann es natürlich auch von digitalen, also von Lern-Apps profitieren. Aber ein ganz banales Beispiel. Viele Kinder sagen, ja, ich habe Spanisch am Smartphone mit einer Spanisch-App gelernt. Ja, kann man. Man kann auch da die Vokabeln automatisch abgefragt bekommen und so weiter. Wenn man aber einen Zettelkasten macht und da erstmal die Karteikärtchen aufschreibt, vorne Französisch oder Spanisch und hinten Deutsch, dann hat man schon mal beim Aufschreiben viele Wörter gelernt. Und wenn man dann die Karteikärtchen halt sortiert, denn die ich schon weiß und die noch nicht, und dann nehme ich nach 7 Wochen nochmal die ich eigentlich schon wusste und so, dann bin ich mit einem Karteikästchen mit selbstgeschriebenen Kärtchen
immer noch schneller als mit dem Smartphone. Es kann ja sein, dass ein Kind sagt, ja, aber ich habe keine Lust zum Schreiben und das Smartphone hat alles schon fertig. Ja, aber im Kopf habe ich es deswegen noch nicht. Und in den Kopf, am schnellsten in den Kopf, kommt es auf die alte Weise und nicht auf die neue Weise. Das soll, muss man Kindern auch einfach sagen. Natürlich kriegen die heute von den Leuten, die daran verdienen, was anderes gesagt. Aber ich denke mir, das ist vielleicht auch, muss ich auch mal hier an dieser Stelle erwähnen, die digitalen Firmen, Amazon, Apple, Microsoft, Facebook, Google, das sind die reichsten der Welt. Und die erzählen uns jeden Tag, wie toll alles ist, erzählen es auch den jungen Leuten, weil wenn man die erstmal angefixt hat, dann sind sie auch für ihr Leben lang dabei. Und das ist natürlich das Ziel dieser Firmen, um ihren Reichtum zu vermehren, aber nicht um Glück, Wohlstand oder Bildung oder gar Gesundheit zu vermehren, denn das tun sie nicht. Und auf Kosten all dieser Dinge, dieser Eigenschaften von Kindern, die wir wollen, die wir fördern wollen, geht die Nutzung digitaler Medien. Das muss man sich klar machen. Da wird ganz viel Geld verdient und deswegen werden wir auch ständig fehlinformiert. Vielleicht einmal umgekehrt. Was passiert beim Kleinkind eigentlich, wenn die Eltern in Anwesenheit des Kleinkindes das Smartphone nutzen? Ja, dann lernt das Kind natürlich, wie wichtig so ein Smartphone ist. Mhm. Und es gibt schöne Studien, die zeigen, was passiert, wenn eine Mutter das Smartphone anhat, wenn man eine gemeinsame Mahlzeit zu sich nimmt. Das hat man mit 6-jährigen Kindern gemacht und deren Müttern, die man gefilmt hat, erstmal in Schnellrestaurants, also McDonald's und Burger King und so, hat man tatsächlich die beobachtet und die Beobachtung niedergeschrieben und gefunden, dass die weniger miteinander zu tun haben, wenn die Mutter das Smartphone also offen am Tisch hat und damit umgeht. Das ist ja trivial. Weil man diese Erkenntnisse aber zunächst gewonnen hat, haben amerikanische Wissenschaftler, das war vor allem eine Kinderärztin, die das gemacht hat, das Ganze im Labor nochmal gemacht. Haben also tatsächlich über 200 Mütter mit ihren Kindern, die jeweils 6 Jahre alt waren, ins Labor einbestellt, gefilmt. Haben euch vorneweg gesagt, wir filmen euch und wir geben euch was zu essen. Ihr kriegt eine Mahlzeit. Und dann bekamen die also verschiedene Nahrungsmittel, also meinetwegen Erbsen und Kartoffeln oder vielleicht noch Pudding oder ein kleines Steak oder was, oder Fischstäbchen oder was auch immer, jeweils in 2 Tellern für die Mutter und fürs Kind. Und man hat das gefilmt. Und es kam raus, erstens, etwa 1/4 der Mütter greift während des Essens zum Smartphone. Zweitens, wenn die Mutter zum Smartphone greift, dann nimmt die gegenseitigen Gespräche, die miteinander geführten Gespräche, die nehmen ab. Also es wird einfach weniger kommuniziert. Es wird auch noch weniger nonverbal kommuniziert, also Gestik, Mimik, wie man miteinander sozusagen aufeinander zugeht, die Aufmerksamkeit geteilt hat und so weiter. Das geht noch stärker zurück als die verbale Kommunikation. Und zum Beispiel, komm, iss doch mal, also solche kleinen Nebenbemerkungen, die Kinder zum Essen anhalten oder so ein bisschen ermuntern, das geht auch zurück. Und jetzt kommt was ganz Spannendes. Man hat zusätzlich gefunden, dass wenn man jetzt bekannte Speisen gibt oder unbekanntere Speisen, und wenn es sich dann um eine Speise, die man gerade gegeben hat, handelt, die weder Mutter noch Kind kennen, dann sind die Effekte doppelt so groß. Dann geht also die Kommunikation nicht um 20-30% runter, sondern um 40-60% und die Ermunterungen gehen um 70% runter. Das heißt, und das schreiben die Autoren auch ganz klar so hin, es ist nicht nur so, wie man schon eben durch das Zugucken weiß, dass die Kommunikation zwischen Mutter und Kind, von der das Kind ja viel hat für seine Entwicklung, die wird weniger, wenn das Smartphone der Mutter dabei ist. Es ist noch schlimmer, denn die Kommunikation wird vor allem dann weniger, wenn es was zu lernen gäbe. Mhm. Und das ist natürlich fatal. Also gerade wenn es was zu lernen gibt, wird ja viel kommuniziert, muss auch viel kommuniziert werden. Aber genau in dem Fall wird eben nicht mehr kommuniziert und geht die Kommunikation besonders in den Keller. Und das ist natürlich für die kindliche Entwicklung erst recht schlecht. Wenn die Kommunikation nicht mehr erfolgt, wenn sie gerade besonders nötig wäre, weil es gibt hier was Neues, das wollen wir verstehen und einordnen. Und genau das passiert dann nicht. Also Smartphones schaden kleinen Kindern und deren Entwicklung noch mehr, als man denkt. Das ist im Grunde die Nachricht dieser Studie, die nochmals methodisch sehr sauber gemacht ist und dann über 200 Müttern mit ihren Kindern, 6-jährigen Kindern, die zeigt, wie desaströs ein Smartphone ist, dass die Mutter einfach mal rauszieht.
Ich würde ganz gerne jetzt ein bisschen so einen anderen Gang schalten und zwar die Fragen aus der Community einmal kurz abschießen. Ja, das gerne. Versuch's ganz schnell. Ja, genau, das sind genau, kurze Fragen, kurze Antworten sind völlig in Ordnung. Ja. Viele Sachen haben wir ja auch im Gespräch schon thematisiert, aber ab wann ist es in Ordnung, ein Kind mit dem Smartphone in Kontakt zu bringen? Und dann gibt es vielleicht auch Tipps für das Heranführen. Ja, da bin ich sehr strikt. Also wenn man alles mal sich überlegt, was ich gesagt habe, die Frage, ab wann darf mein Kind ein Smartphone haben? Wenn ich die gefragt werde, und ich wurde sie schon sehr oft gefragt, dann sage ich immer Gegenfrage. Ab wann würden Sie Ihrer Tochter erlauben, unbegleitet auf die Reeperbahn zu gehen in Hamburg und da auch in das Restaurant, wo sich die Mafia-Bosse immer treffen? Ja. Und dann sagen die Mütter immer, um Gottes Willen, gar nicht. Das heißt, sehen Sie, mit 18 können Sie es nicht mehr verhindern. Aber Sie müssen wissen, dass das Smartphone Zugang zum größten Rotlichtbezirk der Welt ist und zum größten Tummelplatz für Halbkriminelle, Kriminelle und Abzocker. Mhm. Da wollen Sie Ihr Kind nicht alleine dem ungeschützt aussetzen. Und deswegen bin ich so strikt. Wie gesagt, meine jüngste Tochter wird jetzt bald 12, hat noch kein Smartphone, beschwert sich auch bei mir. Und ich erkläre ihr immer wieder, ich möchte dein Bestes und deswegen kriegst du keins. So wie ich, als du 3 warst, wolltest du mir Bonbons essen. Ich habe gedacht, du kriegst aber keine Bonbons, das ist gut für dich. Und jetzt bist du schlank und hast noch gute Zähne. Mhm. Und genau aus dem Grund sage ich jetzt auch, wir warten noch ab. Und wann es dann wirklich geht, ich denke mir, da muss man überlegen, vielleicht noch eine Bemerkung dazu, die Ausflucht der Eltern, aber die anderen haben doch alle eins. Mhm. Das gilt überhaupt nicht. Denn wenn alle anderen eins haben, dann muss mein Kind das nicht auch haben. Erstens, zweitens heißt, und dann heißt es noch, wird dann ihr Kind gemobbt, wenn es nicht dabei ist? Nein, das Kind wird gemobbt, wenn es ein Smartphone hat. Ja, wenn es keines richtig hat, dann sprechen die Kinder mit dem eigenen Kind und dann ist das Kind plötzlich sogar besser kommunikativ mit anderen verbunden, nämlich durch reales Gespräch, als nur durch ein kleines Bildschirmchen. Großartiger Punkt, ja. Ja, es ist ganz uns. Oder ich, wenn sie dann sagen, ja, die anderen haben es alle, dann sage ich, Moment mal, wenn die ganze Klasse Drogen nimmt, dann wollen sie nicht, dass ihr Kind Drogen nimmt, nur weil die anderen auch alle Drogen nehmen. Dann sind sie froh, wenn ihr Kind Außenseiter ist. Und nochmal, Smartphones schaden der Gehirnentwicklung. Wir hatten eingangs über die 3- bis 5-Jährigen gesprochen. Ähnliche Befunde gibt es auch für 8- bis 11-Jährige und ähnliche Befunde auch für 11- bis 15-Jährige. Also das schadet nicht nur in jungen Kinderjahren, sondern bis hin in die Jugendzeit. Und wenn man das weiß, dann fragt man doch nicht, wie viel darf es denn sein? Sondern sagt man, wir müssen versuchen, die Kinder vor diesen Medien zu schützen, nochmal, die nur dafür da sind, ihre Zeit in Geld zu verwandeln. Geld, was die amerikanischen Firmen verdienen und was der Bildung und der Gesundheit unserer Kinder wirklich schadet. Wenn es jetzt schon passiert ist, gibt es Ideen, wie man den Konsum abgewöhnen kann, ist eine Frage. Ganz schwer. Also ja, wirklich mein Tipp, was man dem Kind heute nicht schenkt, es ist ja bald Weihnachten, das müssen Sie eben ab morgen nicht verbieten. Und dann haben Sie, also wenn Sie Ihrem Kind ein Smartphone schenken, haben Sie einen permanenten Krisenherd. Denn Ihnen wird auffallen, dass das Kind viel zu viel Zeit damit verbringt und dann werden Sie ständig Ihr Kind ermahnen. Und das schenken sich, das sparen Sie sich alles, wenn Sie dem Kind einfach kein Smartphone schenken. Ich weiß, das ist, klingt sehr radikal. Aber wenn man sich wirklich mal vor Augen führt, wie schädlich diese Technologie ist, dann bleibt wirklich kein anderer Ausweg. Das sind jetzt zwei Fragen, die nehme ich vielleicht zusammen zu einer. Da fragt jemand, wie schädlich es ist, das Handy neben dem Familienbett liegen zu haben und jemand anders dann, wie gefährlich eigentlich Handystrahlungen sind. Dazu bin ich nicht der Experte. Ich halte die Schäden durch das Smartphone, über die ich gesprochen habe, die sind nachgewiesen. Mhm. Wie stark jetzt die Mikrowellenstrahlung ist, die aussenden oder die von den Sendemasten ausgeht und ob die biologische Effekte hat, da nach dem, was ich weiß, weil ich diese Fragen auch oft gestellt bekomme, obwohl ich kein Experte dafür bin, informiere ich mich halt so gut ich das kann. Und da muss ich sagen, die Informationen, die ich habe, da ist das letzte Wort über diese Frage wirklich noch nicht gesprochen. Kann man, das nehme ich jetzt vielleicht auch zwei zusammen, also jemand, der fragt, wie viele Minuten Fernsehen sind denn pro Tag? Okay, und gibt es Serien, die besser sind als andere? Und dann vielleicht auch, kann man ein bisschen Fernsehen, was geschaut wurde, ausgleichen mit zum Beispiel einem Spaziergang oder mit Basteln oder anderen Aktivitäten? Also ist das irgendwie ein Konto, was man immer wieder belasten und ausgleichen kann? Ja, das ist,
Meine Rückfrage wäre gleich, warum was Negatives mit was Positivem ausgleichen? Mhm. Also man muss ja nicht fernsehen. Ja. Ja. Man kann natürlich sagen, okay, jedes Vanilleeis kann man mit einem Kilometer Jogging ausgleichen, aber vielleicht geht es ja auch ohne Vanilleeis, dann ist trotzdem Joggen gesund, erst recht. Aber so die Idee, man kann hier so bilanzieren und für jede Stunde Smartphone kann man eben auch dann eine Stunde in den Wald gehen und dann ist es wieder okay. Also der Grundgedanke ist falsch. Ich sage mal ein Beispiel. Vor 100 Jahren hatten wir weiß gestrichene Kinderzimmer mit Bleifarbe, weil man wusste halt noch nicht so viel über Blei. Heute weiß man, wenn die Kinder dann mit der Hand an der Wand lang schrappen, was sie ja gerne tun, und dann den Finger in den Mund stecken, dann kommt Blei in ihren Körper und der schadet der Gehirnentwicklung. Das war in den 70er Jahren dann mit dem Blei im Benzin so. Kinder, die an befahrenen Straßen wohnten, die hatten einfach mehr Blei im Blut und deren IQ war dadurch messbar geringer. Es gibt große Studien, die gezeigt haben, je mehr Blei im kindlichen Blut, desto geringer der IQ. Als das dann klar wurde, war man radikal. Weiße Bleifarbe wurde verboten. Blei im Benzin wurde erst gesenkt und dann ganz verboten. Und kein Mensch würde heute auf die Idee kommen zu fragen, ja, darf es denn eine halbe schöne weiße Wand im Kinderzimmer sein? Ja. Wenn ich weiß, es schadet, will ich es gar nicht. Also da bin ich Mediziner und wenn ich weiß, irgendetwas schadet meinem Kind, dann will ich das nicht für mein Kind. Und wenn es dem Kind maßlos schadet, wie ich das erläutert habe, auf vielen Gebieten und Bereichen, seelisch, körperlich, bildungsmäßig, dann will ich es nicht. Und deswegen bin ich da auch so strikt. Bitte da um Verständnis, weil da heißt es immer, ja, es muss doch auch Grauwerte geben. In der Medizin gibt es oft keine. Herr Doktor, bin ich schwanger? Die Antwort heißt nie, ja, lassen Sie mal Grauwerte zu, Sie können doch nicht so schwarz-weiß denken. Ja? Die Antwort ist immer klar, ja oder nein, Punkt. Und wenn Sie zur Sparkasse gehen, habe ich Miese auf dem Konto oder ist da Plus, heißt auch nicht die Antwort, ja, wir können mal diskutieren und lassen jetzt verschiedene Standpunkte gelten. Die Antwort ist so oder so. Und wenn man dann die medizinische Kenntnis hat und dann sagt jemand das Gegenteil, dann liegt die Wahrheit auch nicht in der Mitte. Also, verstehen Sie, ich will das ganz pointiert deswegen so sagen, weil mir das immer vorgeworfen wird. Aber wenn Sie Arzt sind, ist es nun mal so, dass Sie mit Realitäten umgehen müssen. Und die sind dann eben auch da. Und wenn man den Kopf in den Sand steckt oder so tut, als gäbe es das nicht oder als wäre es halt nicht so schlimm oder so, dann macht man nichts besser. Abschließende Frage. Die Regierung will 5 Milliarden Euro für die Digitalisierung von Schulen und Kindergärten ausgeben. Wenn Sie das verhindern könnten und darüber entscheiden könnten, wie das Geld für die Kinderbildung und für das Wohlsein der Kinder körperlich und emotional anders investiert werden könnte, wo würden Sie investieren wollen? Also zunächst, man weiß, je mehr Geld man für Digitalisierung von Schulen ausgeht, desto weniger lernen die Kinder. Dazu gibt es große, riesige Studien, die das einwandfrei nachgewiesen haben, weswegen ich die 5 Milliarden für reparierte Dächer und schöne Toiletten und vor allem für mehr Lehrer ausgeben würde, weil Kinder brauchen gute Lehrer und auf jeden Fall auch weniger Kinder pro Lehrer, sodass sie bestens und für sie wirklich optimal gefördert werden. Und das weiß man, dass das Wichtigste in der Schule, gerade jetzt durch den Lockdown, das Wichtigste ist ein Lehrer und eine funktionierende Klasse. Und alles Geld würde ich da reinstecken und dann wüsste ich auch schon, dass die Kinder davon tatsächlich profitieren würden. Das ist ein perfektes Schlusswort. Tja, Kinder brauchen gute Lehrer, Eltern brauchen sie auch. Den haben wir heute mit Ihnen gehabt. Vielen, vielen Dank für die extrem spannenden Erkenntnisse. Ich bin mir ganz sicher, das war für viele Eltern und damit auch für die Kinder wirklich wahnsinnig kostbar. Danke für die Zeit und im Namen aller Zuhörenden vielen, vielen Dank und alles Gute, Herr Professor Dr. Spitzer. Ich danke Ihnen.